Also an dem neuen Mini John Cooper Works Rally ist nicht nur der Name neu, sondern auch die ganze Außenhaut ist neu am Fahrzeug. Das ist ja das neue Modell, was jetzt vorgestellt wird. Und wir haben versucht, das noch zu optimieren von der Aerodynamik. Besonders im Gegensatz zu unserem alten Countryman sind sehr viele Details neu und die kann man am besten wunderschön am Fahrzeug beschreiben. Es fängt an mit der Front, die optimiert ist einmal jetzt für sehr schnelle Strecken mit einer ganz großen Stoßstange, die weiter die Reifen abdeckt, um im Prinzip hier in dem Bereich wirklich aerodynamisch besser zu sein. Ein geschlossener Grill unten drunter, da war früher Lufteinlässe, die wir heute auch, das was wir heute auch schaffen, ohne Lufteinlässe. Original ist jetzt komplett der vordere Grill mit der Aufschrift John Cooper Works. An dem Dach sieht man sehr deutlich den neuen großen Einlass, der uns hilft, die Temperaturen am Kühler zu senken und dadurch natürlich ein bisschen mehr Leistung rauszubringen. Die Kühlungsöffnungen sind nicht nur für die Kühler vom Motor, sondern auch für die Kühlung von den Bremsen an der Hinterachse. Neu hinzugekommen ist noch ein Einlass auf der oberen linken Seite für den Motor, das ist der Lufteinlass, der dann sehr schön in der A-Säule, jetzt im Gegensatz zu vorher, wo es auf der A-Säule aufgesetzt war, der Schnorchel. Das ist das größte Element, was sich jetzt geändert hat für die Aerodynamik, denn das war ein deutlicher Stau dort, der ist jetzt komplett verschwunden und die Luft wird oben angesaugt und geht in der A-Säule runter bis zum Luftfilter. Im weiteren Bereich in der Seite, ganz auffällig, die Öffnungen hinter den Rädern, auch das kommt natürlich ein bisschen von der Serie, dass man jetzt versucht, wirklich die Radhäuser komplett zu entlüften und da keinen Luftdruck, also keinen Stauluft bekommt. Das macht auch nochmal in der Höchstgeschwindigkeit was auch. Aber auch bei Wasserdurchfahrten ist das ein Vorteil, weil das Wasser kann hier ohne weiteres raus direkt und geht, wird nicht in den Unterboden gedrückt. Das hilft. Weiter geht es dann hinter dem Kotflügel eine Öffnung, die man sehr schön sehen kann. Entlüftung vom Motor, die früher im Prinzip unter dem Motor, unter dem Fahrzeug rausging, die jetzt an der Seite rausging. Auch da wieder Kühlung, Kühlung, Kühlung. Das ist ein ganz wichtiges Element. Designelemente wie hier sind aufgenommen worden von der John Cooper Works Version, genauso wie die Spiegel und alles, wo man darauf geachtet hat, einfach zu sagen, ja, alle Designelemente sind vom Originalfahrzeug mit dabei. Auf der Seite fällt auf, dass der Auspuff nicht mehr an der Seite herauskommt, sondern jetzt weiter nach hinten verlegt worden ist mit Lüftungsöffnungen hier zur Kühlung der Auspuffanlage und der Auspuff ganz am Ende ist. Auffällig ist auch noch die großen Flächen, die entstanden sind bei dem neuen Countryman, die uns aerodynamisch natürlich auch noch mal um einiges helfen. Im Heck eine neue Auspuffanlage, die auch etwas stylischer angebracht ist und etwas größere Öffnung hat, um den Luftdurchsatz zu erhöhen. Und im hinteren Bereich ist der Unterschutz weiter nach oben gezogen, um hier auch die Luftabrisskante etwas besser zu machen. Auch da, um etwas mehr Downforce zu erreichen im hinteren Bereich, was ganz wichtig ist, gerade bei schnellen Stücken. Für den Schwerpunkt und ist die größte Änderung unter dem Fahrzeug zu sehen, denn da hat sich einiges getan. Ist der große Kühler für das Wasser von den Turboladern und die mehrere Ölkühler von etwa 50 cm Höhe nach unten gewandert und ins Heck. Dadurch haben wir eine Schwerpunktserniedrigung von ca. 30 Kilo, etwa 50 cm weiter unten. Und das hilft natürlich eine ganze Menge. Der Reservereifen, der vorher hier drin lag, ist jetzt auf die Seite gewandert, unter das Fahrzeug und befindet sich jetzt hier vorne. Das war das, was auch den Fußraum dadurch etwas kleiner für den Beifahrer macht. Aber es liegen jetzt dreimal 35 Kilo unter dem Fahrzeug. Und das ist natürlich eine ganze Menge, um einen Schwerpunkt abzusenken. Also die Hauptneuerung ist auf der Beifahrerseite sehr schön zu sehen. Da sind die ganzen Instrumente jetzt ergonomischer angeordnet für den Beifahrer direkt auf ihn praktisch deuten, dass er sie sehr schön lesen kann, in den Winkeln montiert und es ist nur noch ein Tripmaster eingebaut, weil das haben wir festgestellt, da brauchen wir keine Redundanz von einem zweiten mehr. Dadurch hat der Beifahrer auch eine deutlich bessere Sicht, es ist nicht mehr ganz so viel vor ihm und die A-Säule, die ich schon angesprochen hatte, von der Außensicht, da war früher der Schnorchel montiert, der ihm sehr viel Sicht weggenommen hat, das ist deutlich besser geworden. Natürlich, was man auch sieht, also nicht so einfach sieht, die Karosserie ist etwas kleiner geworden außen, sie liegt etwas näher am Käfig an, dadurch ist das Raumgefühl vielleicht nicht mehr ganz so gut, aber das hilft der Aerodynamik natürlich eine ganze Menge.
In dem mittleren Teil ist jetzt in allen neuen Fahrzeugen verbaut die komplette neue Elektronik mit den großen Bildschirmen. Man kann das sehr schön sehen, da sind sämtliche Informationen drauf, die Fahrer und Beifahrer benötigen. Das ist für beide, für Fahrer und Beifahrer das Instrument, aber für den Beifahrer zum Umschalten auf den Seiten, die da drauf sind. Das sind insgesamt 16 Seiten, die man hier im Prinzip alle ansehen kann, indem man sie durchschaltet und dann sämtliche Fehler, mögliche Fehlerquellen eigentlich sehr schnell erkennen kann. Da steht dann auch dran, wenn irgendein Sensor kaputt ist, dass der kaputt ist und dass man den wechseln muss. Das ist also relativ einfach. So ein ähnliches Instrument hat der Fahrer hier vorne nochmal, wo er auch selber sich die Seiten aussuchen kann, was er haben möchte. Ganz besonders wichtig, wenn zum Beispiel der Benzin, also der Dieselverbrauch zu hoch ist oder sowas, dass er sehen kann, ja, ich muss ein bisschen langsam machen, dann kann er sich ganz groß den Dieselverbrauch da reingeben als ein Beispiel, aber auch andere Daten, Temperaturen, je nachdem, worauf es ankommt. In der Mitte haben wir jetzt noch hier ein Sicherungssystem eingebaut, was auch also mit dem Bus verbunden ist, was also sehr viel einfacher ist als früher, wo wir überall kleine Sicherungen hatten, wie hier noch, wo noch ein paar davon da übrig sind. Die ganze Elektronik ist jetzt auf dem neuesten Stand, was es gibt, in dem Fahrzeug verbaut, mit sehr viel Redundanz, damit man auch da wirklich, wenn irgendwas kaputt geht, automatisch was anderes sich da einschaltet. Also wenn jetzt ein elektrischer Fan ausfällt, dann kann man das hier einschalten und dann funktioniert es trotzdem noch. Da gibt es also so einen Override-Schalter, der praktisch sämtliche Sicherungen überbrückt und dann im Prinzip trotzdem noch gewährleistet, dass die Kühlung vorhanden ist. The new Mini John Cooper Works Rally has been designed in the last 4 months, and what you see behind me is the latest edition, the Rally version. There's been a lot of changes to the old version, especially from the aerodynamics, and I would like to show you some of the features. It starts from the front, especially the air inlets are mainly now on the top and the whole bottom is closed. To get it actually to get more downforce as well on the front. It continues at the bumper because this is a much bigger bumper than before on the front to have a better aerodynamics on the high speed areas. Then if you go to the roof, we can see the quite a huge air inlet on the roof, which gives you more cooling for the radiators, which are partially situated at the rear. And the air inlet on the roof rail, which is new as well. And there is a snorkel going down inside the A-pillar. This is actually the biggest change on the upper part, because this is now not visible. It all is inside the car and not anymore outside as it has been before. When we go further to the side, we can see an interesting part, because this is as well in some of the Minis slightly similar. There's an air outlet behind the wheel. So all the air which is going into here can go out here quickly, and this obviously reduces the drag. The same situation happens for the whole side, and especially the ventilation for the engine, which comes now out behind here. Taking as well these pieces, the original John Cooper Works design elements into account. On the co-driver side, where normally the exhaust was coming out on the side, this is the biggest change. Obviously, now the exhaust has a flow completely to the end of the car, with even some cooling ribs in here, which gives a good ventilation to keep the temperature down from the exhaust at the back.
If you see the new designed Akrapovic exhaust, which actually is a completely new design from the front to the back to release the back pressure a little bit and as well helps to get the fumes out quickly. The last thing on the back, which we can see quite easily, is a longer underguard. This helps you as well to reduce the drag and as well to give a little bit downforce at the rear, which all is made for higher top speed. Overall, we consider that we have a higher top speed of about 4 to 8 kilometers, depending on the surface with the new body, which is in total much smaller and more aerodynamic. The new flat surfaces on the side, which you can see quite nicely here, are taken from the new original Countryman, and they are obviously for aerodynamic much better, and we even enhance them a little bit to make this even number one look better and have some more side effects for the wind. The biggest change for the performance side, beside the aerodynamic from the outside, is underneath the body, and that is easy to see. Before, there has been the spare wheel which has moved, and now there are all radiators for the turbo and the oil radiator for gearbox and everything. They have been up here before and they moved basically 50 centimeters down. It's about 30 kilos which we moved down, and that gives obviously quite an effect on the center of gravity. The tire, which has been here before, has moved to the side and is now basically underneath the co-driver's feet. This is why the leg room got much smaller. Now you've got 3 times 35 kilos laying really below the driver's, which is the center of gravity, quite further down. So in the inside of the car, the biggest difference is on the co-driver side. The co-driver has now his dashboard, which is really ergonomically made, so he can see all the instruments easily and they are facing his face. Put it this way, you see this with the angles. We have only one trip meter left because we noticed that the redundancy before, where we had everything with two, is not necessary. Additionally, the view got much better for the co-driver, and this was always a complaint on the last car, because the snorkel is now inside the A-column, which gives you a much better sight to the right-hand side as well. Before, it was about 5-6 centimeters more, which is obviously was a big hurdle for the co-drivers. Going to the middle of the car, or to the center dashboard, as we call it, now everything is electronically controlled in a quite bigger way than before. You can see here all the data which can be read by the co-driver and the driver, and the driver itself has got a smaller dashboard. Starting with the one for both, you've got 16 pages and you can go with them up and down. So how you want them, you get all the information, all the temperatures, and as well all the problems disappear immediately there and tell you what you have to do if you have to change a sensor or whatever. That's an easy way to get this done. The driver can put here on his display as well, differently to the display which he has, the big display, the information he wants, if it's a rev counter in a manual way, or if he wants to see his fuel consumption, if he's low on fuel. So this gives him an autonomy to do whatever he wants to see in his small window. On the center are the electronic fuses, which is new as well. Before, we had manual ones. Now everything is electronically. Everything is with a redundancy, and if something breaks, normally another ventilator or another comes into play. And the last one you can use is the override, which basically overrides all the fuses to make sure it's not a fuse or it's not an electric problem, because then it's directly adjusted to whatever that is, if it's a ventilator or whatever that is.